Du studierst Englisch? Hattest du denn kein Englisch in der Schule? Was willst denn du damit? Etwa Lehrer werden? Das sind nur einige Reaktionen von Mitmenschen, wenn man verkündet, ich studiere Englisch. Hier ein paar Fakten zum Fachbereich Englisch, die du auch ruhig an diese ach so freundlichen Menschen weitergeben kannst. Das Studienfach Englisch wird an verschiedenen Hochschulen in Deutschland angeboten. Gängige Bezeichnungen sind Anglistik, englische Philologie, englisches Seminar oder auch Amerikanistik und Kanadistik. Die einzelnen Universitäten setzen zudem verschiedene Schwerpunkte. Einige legen mehr Wert auf englische Sprachwissenschaft, andere auf englische Literatur. Dabei setzen einzelne Hochschulen den Schwerpunkt auf die Vermittlung englischsprachiger Literatur aus dem Vereinigten Königreich, also England, Nordirland, Schottland und Wales, und andere schließen in die anglistische Literatur auch Werke aus den sogenannten neueren englischsprachigen Ländern wie Irland, Australien, Kanada und USA mit ein. Doch es gibt auch Möglichkeiten, die Sprache mit anderen Fachrichtungen zu kombinieren, wie zum Beispiel mit Wirtschafts-, Kultur- und anderen Sprachwissenschaften. Somit verringert sich der Anteil des Englischstudiums am gesamten Studienaufkommen. In den ersten Semestern müssen Basismodule wie Linguistik, Sprachpraxis, also Grammatik, und Literatur abgeschlossen werden. Danach müssen Vertiefungs- und Aufbaumodule belegt werden. Je nachdem, ob man es als Hauptfach oder Nebenfach studiert, hat man mehr Zeit für Basismodule und muss weniger Aufbau- und Vertiefungsseminare belegen. Abgeschlossen wird das Studium, ob Bachelor- oder Masterstudium, mit einer Bachelor- bzw. Masterarbeit. Wer sich entscheidet, Englisch zu studieren, muss bedenken, dass an den meisten deutschen Hochschulen neben Englisch noch ein zweites Fach studiert werden muss, entweder als Haupt- oder Nebenfach oder als gleichgestelltes Fach. Diese Studiengänge sind sogenannte Kombi-Bachelor oder Zweifach-Bachelor. Studiengänge, die nur einfach umfassen, nennt man Mono-Bachelor. Bei weiterführenden Studiengängen, wie zum Beispiel Masterstudiengängen, gibt es auch Zweifach-Master oder einen Einfach-Master. Kombinationsmaster werden vereinzelt auch angeboten. Wenn man Englisch studiert, bietet es sich natürlich an, ein Semester oder sogar das komplette Studium im englischsprachigen Ausland zu absolvieren. Länder wie England, Irland, Neuseeland, Australien, die USA oder Indien sind beliebte Ziele für einen Auslandsaufenthalt. Viele Studiengänge setzen ein Auslandssemester für das Masterstudium voraus, aber auch wenn dies nicht der Fall ist, könnt ihr ein Auslandssemester selbst planen. Weitere Informationen hierzu findest du auf www.semester-ausland.de. Wenn du dich für ein Englischstudium interessierst oder noch Fragen zu den Voraussetzungen, Kombinationsmöglichkeiten oder zum Studium selbst hast, besuche unsere Website www.studieren-englisch.de oder like uns auf Facebook.